Herzlich willkommen hier zurück zu Foundation in unserem Königreich New Haven. Mein Name ist der Ed, ich begrüße dich wie immer ganz, ganz herzlich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, das freut mich doch ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält. Ist ja logisch. So, meine Freunde, ich hatte was glatt vergessen. Unsere Bauhütten, die Buntglas herstellen, die können natürlich nichts machen ohne Glas. Ja, und ich habe einfach mal ein paar Glashütten jetzt hingestellt. Die habe ich jetzt tatsächlich gefunden. Die sind wir gerade dabei aufzubauen. Das ist soweit auch in Ordnung. Das passt soweit. Neue Glashütte wurde gebaut. Der hier ist voll. Das ist in Ordnung. Da ist noch Platz nach oben. Das Forsthaus muss noch gebaut werden. Hier ist alles voll. Das ist in Ordnung. Hier werden auch schon die ersten normalen Häuser jetzt gebaut. Das ist auch schön, schön. Ja, wir bauen uns, werden langsam, verdichten uns langsam sozusagen. Wir sind dabei. Wie gesagt, das Ding hier kostet auch mal eben 850 Mocken. Also Money. Bauen wir das Forsthaus noch mit. Zwei Glasbläser haben wir schon. Die produzieren ja auch. Guck mal, der schaufelt hier rein. Bin mal gespannt, wie das hier aussieht, ey. Opa. Beförderung ist verfügbar. Ja, wir sind gerade bei 92% Zufriedenheit. Das ist okay, aber nicht der Burner. Tatsächlich nicht der Burner. Packen wir die nächsten zwei rein. Das ist okay. Warten auf einen Baumeister. Okay. Den können wir dann hier mit in Marmor reinsetzen. Dann haben wir auch schon die Hälfte davon voll. Aber der ist auch noch nicht so der Knaller. Na, wie gesagt, wir warten. Wir müssen warten, bis das hier anläuft. Ich habe in der Zwischenzeit auch das Projekt hier weiter gestartet. Mit unserem Turm hier. Erinnert euch. Da fehlt nicht viel. Da fehlen in Anführungsstrichen nur zwei Werkzeuge, ne? Aber das ist halt so eine Sache. So, wir machen das mal Prio. Brauche ich leider, damit wir mehr Ansehen haben. Haben wir denn mehr Ansehen jetzt? Warte mal. Stände. 15. Prunk. Ist irgendwas für Prunk bauen? Förderung ist verfügbar. Ich gucke mal ganz kurz, wen wir da in Lohn und Brot nehmen. Hier, guck mal. Die sind alle ein bisschen angepieselt. Nehmen wir mal. So. Insgesamt jetzt 380 Leute. In unserem schönen Königreich. Wie gesagt, das hier ist unsere neue Hauptbaustelle. Und da müssen wir mal zusehen, dass wir da hier auch nochmal ein Vogtbüro und so weiter hinbauen. Also da werden wir auch noch nicht drum herumkommen. Genauso sind wir hier an unserer gestoppten Baustelle mit dem Kloster. Da fehlt immer noch so viel an Werkzeug. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist der absolute Hammer. Was da noch an Werkzeug fehlt. Ich gucke mal, ob die hier irgendwie was machen. Ja, hier, komm. Ob die irgendwer arbeitet jetzt hier. Wäre schön, wenn man mal ein cooles Bild hätte. Hier unsere Industriestadt sozusagen. Glashütte gebaut, sehr gut. Glas verkaufen wir dann auch gleich. Na komm. Arbeite mal hier. Jetzt kommt mal einer. Na, er bringt was weg. Wo sind denn die Arbeitskräfte? Entfernung des Heims vom Arbeits 423 Meter. Ja, ist schon heftig, ne? Ist schon krass. Ist hier irgendwo was gebaut? Nee. Ich versuche gerade mal ein schönes Bild zu bekommen, aber... Was haben wir hier? Die Köhlerei, die können wir noch bauen. Brauchen wir auch. Wir brauchen hier auf jeden Fall Kohle. Glashütte wieder eine fertig. Hier jetzt haben wir jetzt Marmor, das ist auch gut. Marmor brauchen wir auch. Mal ganz kurz geschaut. Handel. Können wir Buntglas verkloppen? Nein, Buntglas können wir leider nicht verkaufen. Schade. Jede Menge Militärmissionen, aber das will ich ja gar nicht. Na komm, wäre cool, wenn ihr mal arbeiten. Ich würde, wäre so schön, wenn ich sehen würde, dass das hier mal angefeuert wird. Aber. Vier neue Bewohner, sehr schön. Hier wird geschaufelt. Ich gucke mir das gerade mal an. Ich hoffe.
Hier wird Holz weggeholt. Okay. Ordentlich sogar. Die ist da nur am Schaufeln, ne? Während hier das ganze Holz weggerammelt wird. Hier wird der Förster gebaut. Okay, die sind ja hier auch volle Pulle. Mehr Holz. Ah, guck mal. Da wird jetzt das Glas hergestellt. Ist ja geil. Macht's mit nackten Händen. Okay. Why not? So, wir schauen mal auf unsere nächste Baustelle. Ich weiß, ich kann gerade nicht so viel machen. Aber manchmal geht es halt nur ein bisschen langsam voran. Immer noch. Es fehlt immer noch an Werkzeug. Es ist so bitter. Okay. Kein Zugriff auf Waren. Ja, ich weiß. Ab und zu habt ihr Probleme. Was soll ich denn machen? Oh, hier brauchst du noch einen Typi. Kein Zugriff auf Komfort. Ja, ich weiß. Okay, pass auf. Machen wir hier mal die Kirche hin. Nur eine kleine. Jawohl, das macht eigentlich schon eine Menge aus. Machen wir es ruhig hier hin, warum nicht? Oder eher doch da in die Richtung? Hier hinter? Komm, wir bauen das dahin, ist egal. Jetzt bauen wir den Eingang. Was ist das? Tür. Können wir da ruhig hinbauen, das ist nicht so schlimm. Dann gibt es noch eine Erweiterung, die können wir vielleicht. Also so eine kleine. Steingrab. Ne? Dass wir hier auch gleich mal. Daneben, neben dem Markt ein Friedhof. Schlechtes Essen und so weiter. Wir könnten die natürlich noch pushen. Dafür brauchen wir aber Zeugs. Marmor hätten wir sogar. Turmspitze. Goldenes Kreuz will ich nicht unbedingt hier hin bauen. Das ist mir eigentlich zu klein hier. Oder zwei Türme. Kleiner Turm. Kleiner Turm A. Ja, wie gesagt, nur eine kleine Kirche. Hier ist nichts Wildes. Keine riesen Apparello. Aber vielleicht noch ein Element hier hinten dran. Hier vielleicht. Können wir das daran packen? Ja, packen wir es damit dran. So, passt schon, ist okay. Das Hauptgebäude können wir einen Tucken höher machen. Dann machen wir den Turm aber auch halt einen Tucken höher. So. Dann passt das. Ja, dann gibt es hier noch so ein kleines Dings dran. Dann ist gut. Kein Riesenaufwand, kostet nur 20 Taler. Kleine Kirche, großer Effekt, sage ich mal. So. Gerade keine Leute. Gerade keine Leute, aber ist egal. Wie gesagt, unser Problem ist einfach derzeit das Thema Werkzeuge. Da kommen wir nicht drum herum. Hier wird jetzt wenigstens gebaut. Sind hier Werkzeuge da? Immer noch nicht. Das ist der Wahnsinn. So, ein Mönch ist wieder da. Der bittet wieder um eine Audienz. Dann will er dann wieder schon von uns. Das ist nur gegen Ruf, ne?
Bretter. Sollten wir ja... Na, Bretter doch. Haben wir abgeschlossen. Wie gesagt, das hier ist jetzt wichtig, dass wir das bauen, damit wir noch ein bisschen Ruf bekommen. Damit ich Wildschweine ranholen kann. Zwei neue Bewohner. Perfekt. Einer muss auf jeden Fall in den Förster ran. Holzfäller. Hier ist okay. Einer muss noch in den Bergwerk mit rein. Der Förster braucht auch ein neues Gebiet. Warum nicht? Der kann doch hier ruhig aufforsten. Dann ist das Gebiet ein bisschen, ja, nicht so hässlich, sage ich mal. Okay. Dann nehmen wir das mal weg. Da kann er noch sich das Zeugs holen. Hier kann er auch ranrodeln. Passt. So. 89% nur. Eieiei. Müssen wir echt was tun. Ich muss diesen Markt hier fertig kriegen. Ja, die werden dadurch ein bisschen unzufriedener. Und wir müssen auch gleich nochmal gucken. Administration. Kloster sind wir ja dabei. Windmühle ist fertig. Oh, sehr gut. Herrenhaus nochmal. Das hat ja auch einen positiven Effekt. Das können wir vielleicht hier hinbauen. Hauptgebäude. Ja, das hat ja auch einen positiven Effekt. Oder packen es auf die andere Seite. Ja, nicht zu pompös. Steinset. Steine in das Hauptgebäude. Ah. Natürlich wollen wir Stein nehmen. Ah, warte mal. Wohl ist egal. Oh. Ja, kleinen Turm mit dran. Ist mir zu klein. Kriegst du hier so eine steinernen Eingang und hier noch eine Steintür. Obwohl, die macht sich da nicht gut. Wir könnten natürlich hier auch richtig noch auf die Kacke hauen, nochmal mit diesen ganzen Teilen hier, aber wir haben noch kein Gold und so weiter. Das ist so ein bisschen... Ist noch nicht so der Burner. So, da kommt der Schornstein hin. Kann man das hier nicht draufpacken? Nee, kann man nicht. Aber wir könnten Wimpel noch hier ranpacken. So. Wie gesagt, nichts Wildes jetzt hier fabrizieren. Nur so ein bisschen. Zwei neue Bewohner. Stein. Das passt irgendwie nicht. Von der Größe her passt das überhaupt nicht. Aber das ist okay. Und dann kommt man das Ding hier noch dran. Das ist wieder außerhalb des Territoriums. Und das macht schlecht, oder was? Warum ist das denn, warum... Hä? Warum zeigt das denn schlecht an? Was soll denn Erweiterung? Da ist nix. Da ist rot. Muss ich auch nicht verstehen, warum das so einen schlechten Einfluss hat, ne? Na, das machen wir natürlich dann nicht. Das sehe ich jetzt erst. Ja, dann wird das jetzt hier das Haupthaus. Ist egal. So, Windmühle wird gebaut. Sehr gut. Wir haben jetzt wieder zwei Leute frei. Moment.
Kriegen wir dich jetzt voll? Ja, dich kriegen wir voll. So, Marmorsteinbruch ist voll. Der Förster ist voll. Der ist voll. Der passt auch. Hm, hier ist noch Platz frei. Hier ist voll. Da ist voll. Hier ist noch frei. Okay. Das ist auch gut. So, das nächste Ziel ist das hier. Ich gucke nochmal auf die andere Seite. Immer noch kein Werkzeug. Ist Wahnsinn. Wahrscheinlich auch für die ganzen anderen Gebäude hier. Ein Bauer. Da fehlt mir jetzt noch einer. Warte kurz. Okay, wir haben, ich bin der Meinung, ich habe jetzt hier keinen Dings mehr. Keinen Abholzer. Also müssen wir was machen. Pflanzen wir nur einfach damit rein, hier ist eh egal. So, okay. Let's go. Leider lange Wege, aber es lässt sich nicht verändern momentan. Und ich wünschte, wir hätten hier hinten noch irgendwie was. Dann würde ich hier auch noch bauen, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Dings hier zusammenhängt. Warte mal kurz. Meisterwerk, nein. Deko. Noch ein Schaf. Noch ein scharfes Schaf. Ob das mit dem mit dem Vogtbüro hier zusammenhängt, dass der nur einen gewissen Radius agieren kann, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir wieder eine Beförderung. Ja. Machen wir auf jeden Fall. Wir müssen ein bisschen was machen. Beeren haben wir genug. Fisch ist gut. Käse. Da geht noch was. So, schon mal den Müller arbeiten lassen. Und den Bauer setzen wir auch da rein. So, dann kann der nämlich auch schon mal ackern. Militärmission verfügbar. Nee, das wollen wir nicht. Da hat überall noch offene Baustellen und vor allen Dingen das hier ist unsere größte Baustelle. Das Kloster, was nicht fertig ist. Das ist Wahnsinn. Das ist halt echt doof, dass wir nur dieses eine Eisenvorkommen hier haben. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ich wünschte, wir hätten noch hier irgendwo noch ein bisschen mehr. Hier hinten vielleicht noch oder so. Obwohl da eher nicht. Hier vorne wäre noch ganz geil, wenn hier was ist. Aber hier ist auch nichts. Deswegen... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir kaufen müssen, dass der Vogt loseiert oder ob wir irgendwo noch ein Herrenhaus bauen müssen. Deswegen lass mal schauen. Hier wird ja auch schon angefangen. Hier kommt zumindest schon mal Steine ran. Das ist ja immerhin etwas. Ja, ich weiß, es fehlen Materialien für den Bau, ist mir schon klar. Ich weiß. Ihr seid da nicht hundertprozentig glücklich mit. Das ist mir schon bewusst. Na, pass auf, dann machen wir mal was für die Glücklichkeit. Deko-Elemente gehen immer. So, na, wir machen denen das hier so gut es geht, irgendwie angenehm. Ja. Schafs. Jawohl, wenn wir den da mitten in der Mitte reinsetzen, ist auch ein bisschen groß, ne? Warte mal, wir machen es mal anders. Wir setzen da mal so eine Zypresse rein. Finde ich auch ganz cool. Zypressen finde ich irgendwie ganz nett. Ja, gibt es da noch einen Zierstrauch? Dann passt das. So, 200 auf der Kiste. Ja, ich weiß, kein Gottesdienst. Ich weiß, die Kirche wird doch schon gebaut. Ist doch schon in Arbeit, Jungs. Es fehlt doch bloß, in Anführungsstrichen,
Die Werkzeuge. Ich mal ganz kurz gucken. Zwei neue Bewohner, das ist schön. Was ist denn mit den Werkzeugen? Warum kommt denn da so wenig ran? Wo ist denn das jetzt hier? Werkzeuge kaufen. Null. Kauf, was das Zeug hält, Mann. Damit wir vorankommen. 93 Zufriedenheit. Ja, ist nicht der Burner. Wem kann man es verdenken? So, dann brauchen wir natürlich hier auch wieder ein Lager. Ist ja klar, für unseren Futterspeicher. Brauchen wir gleich mal dahinter. Das ist okay. So, ach, zwei neue Leute haben wir. Ne? Wir haben noch 6 Gebäude. Keiner richtig zugewiesen ist. Hier fehlt noch einer. Ah, hier fehlen auch noch Köhler. Ja, hier fehlt noch einer, ist klar. Hier fehlt einer? Träger, fast. Keine Leute, so unglaublich. Ah, Haushaltswaren, ne? Es hängt alles nur an dem blöden Eisen. Das ist der Hammer. Kein Eisen. Kein Vorankommen. Leider, leider, leider. Ja, schön. Wie sie das hier mähen, das ist super. Mit dir hier, du bist dabei. Okay. Wird das hier runter transportiert? Mehl. Nee, Mehl wird hier nicht hin transportiert. Okay, da brauchen wir noch einen Speicher. Wo wir das Mehl mit hier ranpacken. Für die Brote. Damit das hier optimal versorgt wird. Der Bote nähert sich, das ist gut. Das heißt, es gibt wieder Geld, im Idealfall. Es sei denn, er will von uns Werkzeuge haben. Dann haben wir natürlich ein Problem. Aber es kommt auch irgendwie keiner ran, ne? Ich habe so das Gefühl, es kommt keiner ran. Wie weit seid ihr denn jetzt hier endlich mal mit dem blöden Turm, ey? Zwei Werkzeuge, es gibt's nicht, ey. Ein Bote bittet um Audienz. Ja, bitte. Brot. Ja, Brot ist kein Problem. Das ist ja kein Problem. Brot ist ja kein Thema. So, zwei neue Bewohner. Perfekt. Das heißt, wir können wieder was besetzen. Ne, warte mal kurz. Machen wir erstmal jetzt von hier hinten an. Dann machen wir erstmal die Mühle dicht. Hier oben fehlt es nämlich auch noch an Gebäude. Haben sie noch nicht angefangen. Da bringen sie ein Werkzeug dahin. Weißt du, ich habe extra priorisiert. Kauft Werkzeug. Keiner kauft hier Werkzeug. Ich werd wahnsinnig. Okay, pass auf. Ich will jetzt... Man muss ja irgendwie da rankommen. Ich meine, irgendwie müssen wir ja vorankommen. Hier ist nichts, das wissen wir. Da sieht es auch nicht aus. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass hier irgendwo muss auch Gold sein. Ne? Das heißt, hier muss irgendwie Gold sein. Das, alles andere wäre ja Blödsinn. So, jetzt überlegen wir mal, wie wir da rankommen. Nehmen wir das hier noch dazu. Komm. Siehst du? So wurden nämlich Mineralienvorkommen gefunden. In der Nähe entdeckt. So. Aha. Guck mal da an, ne? Hier alles voll. Gut zu wissen. So, so. Sehr schön. Dann wissen wir, wo die Reise hingeht. Bau die Zypresse. Hier wird die Kirche langsam hochgezimmert. Wie gesagt, es fehlt nur an Werkzeugen. Werkzeuge ist unsere Achillesferse gerade. Und ich hoffe, dass da hinten noch Eisen ist, weil sonst drehe ich am Rad ab.
Schwöre ich euch. Sonst wird's doof. Okay, das läuft hier, das ist gut. Ist der gut aus? Ist der hier noch weg? Der ist. Der muss auch noch weg. Bitte. Bitte, danke. So, okay. Der muss da auch noch weg. Das ist so schön, ne? Auch mit den Wegen hier zwischendurch. Ist, ach, herrlich. Herrlich, es ist so wunderschön. So, hier läuft es mittlerweile auch. Das ist gut. Müller ist zugewiesen. Müller ist zugewiesen. Hier wird das Lager gebaut. Es wird alles gebaut, ne? Es wird alles gebaut, nur nicht das, was wir brauchen. Herrenhaus gebaut. Yay, das nächste Herrenhaus ist gebaut. Kann ja nur hier sein, oder? Wie, das Herrenhaus ist jetzt erst fertig? Mindestanzahl nicht dekorativer Teile. 7 nicht dekorativer Teile. Was soll ich denn da für ein Teil hinbauen? Was will der denn von mir? Will der noch mehr Zeugs haben, oder was? Ja, das macht echt mies. Mal ganz kurz schauen. Nicht dekorativer Teile. 7 von 15. Wir lassen mal gucken, was er will. So. Wir haben erst erste Glas. Jawohl. Endlich mal Glas. Sehr schön. Endlich mal ein bisschen Glas. So, dann können wir doch hier bestimmt auch noch was machen, oder? Buntglas hier. Was ist das hier? Buntglas. Können wir das irgendwo ranballern? Und da vorne wäre ja Blödsinn. Da oben wäre ja auch Blödsinn. Aber hier, können wir das noch dran setzen, diesen Goblin. Wir gucken beide in die Richtung, ist egal. So, Buntglas. Verdammt. So, komm. Mach den jetzt fertig hier, diesen blöden Turm jetzt. Kann doch nicht wahr sein, ey. Tja, aber wann der Turm fertig ist, das seht ihr im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall so lange fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen da oben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao, euer Ed.